Frau Tollmann, Referentin für Klimadiplomatie beim europäischen Klima- und Energie-Thinktank E3G. Und ich freue mich, Sie willkommen zu heißen zu unserer Diskussionsrunde zur Rolle Deutschlands in der internationalen Klimapolitik auf dem Weg nach Glasgow. Dieses findet statt im Rahmen der London Climate Action Week, wird aber deutschsprachig als Runde wahrgenommen und wird auch aufgezeichnet. Gerade wegen der Verschiebung der UN-Klimakonferenz COP26 und den immensen Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie bleiben die kommenden 12 Monate entscheidend für den internationalen Klimaschutz. Es fließen jetzt schon Gelder in Milliardenhöhe. Wo und wie in den kommenden Monaten investiert wird, wird unsere Welt im kommenden kritischen Jahrzehnt fundamental verändern. Besonders wichtig sind deshalb die Entwicklungspfade, Ziele und internationalen Regeln, die den Rahmen von internationaler Klimakooperation für das nächste Jahrzehnt bilden werden. Als Zwischenpunkt auf dem Weg zu dieser COP26 lädt Großbritannien gemeinsam mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Chile, Frankreich und Italien zu einem Online-Gipfel am 12. Dezember ein, dem 5-jährigen Jubiläum des Pariser Abkommens. Vieles hat sich in den letzten 5 Jahren verändert, aber bei weitem nicht so viel, wie wissenschaftliche Erkenntnisse zufolge notwendig wäre. Der 12. Dezember ist ein Moment, wo Staats- und Regierungschefs erste Fortschritte feiern können. Aber es ist auch ein Moment, wo wir uns mit den verbleibenden tiefen Lücken in der internationalen Klimakonfrontation, in der internationalen Klimakooperation konfrontieren müssen. Insbesondere bei der Bereitstellung der notwendigen Klimafinanzierung und der Unterstützung der Klimaanpassung. Deshalb werden wir in den nächsten 1,5 Stunden diskutieren, wo stehen wir nach 5 Jahren der Umsetzung des Pariser Abkommens und wie hat sich die Welt seither verändert? Was sind die Erwartungen an den 12. Dezember und was müssen sie sein? Was werden Deutschland und die EU dazu beitragen, dass dieser Moment ein Erfolg wird? Und was kann und muss Deutschland tun im Hinblick auf die COP26 und darüber hinaus, um sicherzustellen, dass die notwendigen Fortschritte beim Klimaschutz erzielt werden? Gerne heiße ich nun auch unsere Expertenrunde willkommen, die diese Themen mit uns diskutieren werden. Dr. Carsten Sach ist Leiter der Abteilung Internationales Europa und Klimaschutz im Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz und nukleare Sicherheit. Sabine Menninger ist Referentin für internationale Klimapolitik bei Brot für die Welt mit dem Schwerpunkt Klimawandel und Entwicklungsfragen. Zusammen mit Partnerorganisationen aus dem globalen Süden verfolgt sie seit 2008 den UNFCCC, also den UN-Klimaverhandlungsprozess. Ihr Schwerpunkt liegt auf Klimaanpassung und Klimafinanzierung. David Reifwisch ist Teamleiter für internationale Klimapolitik bei GerbaWatch, wo er sich hauptsächlich mit Klimafinanzierung, Sustainable Finance und den G7 G20 beschäftigt. Luisa Neubauer ist Klimaaktivistin bei Fridays for Future, Autorin, Podcaster seit kurzem und Studentin. Herzlich willkommen. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und auf eine spannende Diskussion. Wir wenden uns nun erstmal dem Panel zu, aber Ihre Fragen als Teilnehmer können Sie auch schon mal in die Q&A-Box stellen und die werden wir auch auf jeden Fall heute noch aufgreifen. Aber erstmal, Herr Dr. Sach, wo stehen wir denn nach 5 Jahren? Nach der Umsetzung des oder 5 Jahren der Umsetzung des Pariser Abkommens? Und was sind Ihre Erwartungen an den 12. Dezember? Was ist die Rolle Deutschlands? Welchen Unterschied können wir noch machen? Ja, herzlichen Dank für die Einladung und danke auch für die Fragen, die Sie an mich gerichtet haben. Ich bin sehr positiv überrascht, wo wir inmitten einer Krise stehen, weil ich in der Finanzkrise 2008, 2009 große Hoffnungen gehegt hatte und bitter enttäuscht wurde. Und ein Grund dafür, dass wir zumindest einen anderen Diskussionsprozess heutzutage haben, sind natürlich die sozialen Bewegungen, die ja auch heute jetzt auf dem Panel vertreten sind, aber für mich auch sehr stark das Pariser Abkommen. Warum halte ich das Pariser Abkommen für so grundlegend? Trotz weil es der Dinge, die ich gleich noch sagen werde, was fehlt. Wir haben in Paris 2 entscheidende Benchmarks für Entwicklung gesetzt. Zum einen das Ziel, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und zum Zweiten, was für die Tagespolitik vielleicht noch deutlich wichtiger ist, ist das, was wir mit Klimaneutralität übersetzen. Weil wir hatten über viele Jahre ein riesiges ein Argumentationsproblem, da haben wir immer gesagt 40%, 80%, was immer. Aber weil es Sektoren tendierten dazu, sich immer in die remaining 20 oder 60 oder whatever Prozent reinzupacken. Und seit es gelungen ist, und ich glaube, es ist in den letzten 2 Jahren genommen, dass in Teilen der Gesellschaft, ich sage ausdrücklich Teilengesellschaft,
ein Bekenntnis zur Treibhausgasneutralität, sagen wir mal, die neue soziale Norm geworden ist, sind wir wirklich im Geschäft. Wir sehen, dass Investoren darauf reagieren. Wir sehen, dass die Zivilgesellschaft darauf reagiert. Und wir sehen gerade in diesem Jahr, weil es mit dem Anstrengung der Europäischen Union, Korea, Japan, China, dass wir eine völlig andere Debatte bekommen, weil es nicht notwendigerweise immer nur auf staatliche Umsetzung ankommt, sondern die Gesellschaft es selbst und direkt versteht. Insofern halte ich persönlich auch das, was wir in Paris erreicht haben, sagen wir mal, eine politische Interaktion, nicht eine völlig rechtliche Interaktion zwischen einem rechtsverbindlichen Ziel und weil es Maßnahmen, weil es für den erfolgversprechendsten Weg die Brücke zwischen dem, wo wir hin müssen und dem, wo wir augenblicklich stehen, zu bauen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass auch diejenigen, die sich jetzt verpflichtet haben und in Europa, wir sind beim Verhandeln des europäischen Klimaschutzgesetzes, aber nach der partiellen allgemeinen Ausrichtung, nachdem sich das Parlament festgesetzt hat, ein Punkt ist schon klar, Europa wird sich rechtsverbindlich und damit hinausgehend über das, was die Staats- und Regierungschefs im letzten Dezember gesagt haben, rechtsverbindlich zu Klimaneutralität bis spätestens 2050 verpflichten. Und insofern gibt es dann auch Instrumente wie Vertragsverletzungsverfahren, dass die Mitgliedstaaten dieses einhalten müssen. Und das ist für mich eine riesige Veränderung. Nur das gesagt haben, wissen wir, dass die Verkehrs-, die Bau-, die Landwirtschafts- und auch die Energiepolitik, auch die Industriepolitik noch nicht konform ist mit diesen Dingen. Und insofern ist die große Herausforderung, Ziel- und budgetkompatible Sektorpolitiken zu entwickeln, in anderen Worten Politikkohärenz auch für Investitionen einzumachen. Also, wo stehen wir augenblicklich in der Umsetzung? Ich glaube, wir sind an einer entscheidenden Nahtstelle, wo wir viel erreicht haben, auch mit Hilfe der sozialen Bewegungen, aber wo es jetzt eigentlich darum geht, die nächsten 5 Jahre zu nutzen, die Investitionsschalter umzulegen. Was erwarten wir vom 12.12. und was können wir Europa dazu beitragen? Deutschland als EU-Ratspräsidentschaft hat sich, sag mal, für den Bereich, den ich verantworte, weil es viele Ziele gesetzt, aber die beiden Dinge, die hier wichtig sind, ist, dass wir es schaffen, unser Klimaschutzziel, weil es von 40% auf mindestens 55% anzuheben, um anschließend dann auch im Parlament zu gucken, was kann man gegebenenfalls noch zusätzlich bekommen. Und zum Zweiten, dies auch rechtsverbindlich zu machen über das europäische Klimaschutzgesetz. Der Europäische Rat, der über das Ziel befinden wird, weil sich die Staats- und Regierungschefs diese entscheidende Frage selbst vorbehalten haben, tagt er bekanntlich am 10. und 11. Dezember. Und insofern ist der Druck, dort zu einer Einigung zu kommen, enorm groß. Sie wissen, dass wir, ich hoffe, heute noch ein paar andere Dinge wie Blockaden im Budget etc. überwinden müssen, um auch die Bereitschaft von Staats- und Regierungschefs zu diesem Deal dann zu bekommen. Aber dazu wird ja heute auch telefoniert. Was wird der 12.12. werden? Einige werden in der Lage sein, wirklich Neues anzukündigen. Bisher haben wir 12 neue NDCs. Und da ist schon mal eine große Lücke. Wir haben bislang deutlich mehr, ich glaube 2/3 der weltweiten Wirtschaftsleistung, die sich jetzt zur Treibhausgasneutralität verpflichtet haben oder verpflichten werden mit Joe Biden. Aber in der mittelfristigen Perspektive fehlt es noch an Konkretisierung und ganz konkreten Rechtsetzungsakten. Das ist eine Lücke, aber das ist für mich eher der Auftrag. Das ist der 12.12., da geht es um die Commitments, Commit to Commit, um dann bis zur COP26 das mit China zusammen, mit Indien zusammen, mit Brasilien zusammen, mit Südafrika zusammen tatsächlich auszubuchstabieren. Eine große Lücke, und ich bin mir sicher, dass Sabine Minninger darauf hinweisen wird, zu Recht ist augenblicklich noch, weil es auch internationale Solidarität bei der Unterstützung von Entwicklungsländern, weil es
der gesamte Bereich der Klimafinanzierung ist ein extrem schwieriger und ich erhoffe mir dort auch Fortschritte, auch wenn die Zeit von 4 Wochen da extrem kurz ist. Letzter Punkt, was kann Deutschland tun? Weil es ist eine erste Rolle in seiner Rolle als EU-Präsidentschaft unterwegs. Insofern müssen wir, weil es zusammen mit Charles Michel wirklich die Ergebnisse beim Europäischen Rat liefern. Und jetzt mal ehrlich gesprochen, dieses Setup hat uns in der innerdeutschen Debatte sehr geholfen, weil es jeder, der dies befolgt hat, da waren wir Anfang des Jahres bei der Debatte, können wir überhaupt uns dazu räuspern, zu 50-55% irgendetwas zu sagen. Wir hatten vielen Sektorministerien, die auch in einer anderen Farbe organisiert sind, massive Widerstände und sagen wir mal unsere Rolle als EU-Präsidentschaft. Die Forderungen der sozialen Bewegung haben uns in eine Position gebracht, dass wir als Deutschland jetzt mindestens 55 unterstützen können. Und das ist, weil es verdammt viel und jetzt müssen wir es auch über die Ziellinie bringen, aber ich will jetzt nicht am Anfang zu viel sprechen. Ich werde hier noch gechallenged werden, gleich in der Diskussion und freue mich darauf. Danke. Vielen Dank. Vieles ist da schon drin und ich glaube, Bewegung auf europäischer Ebene und auf deutscher Ebene sehen wir schon. Die Frage ist ja oft, ob diese Bewegung genug ist für wie schnell der Klimawandel jetzt doch passiert. Aber Sie haben ja gerade eben schon konkret eine Lücke angesprochen, und zwar in der Anpassung und der Klimafinanzierung. Es gibt jetzt ein großes Risiko, dass Green Recovery und Resilienz, diese Tagesthemen, wirklich nur ein Luxusprodukt bleiben für die G7, maximal die G20. Also würde ich jetzt gerne Frau Minninger bitten, konkret zum Thema Anpassungslücke zu sprechen und dann gerne schnell danach, Herr Reifisch, um einen breiteren Aufschlag zum Thema Klimafinanzierung. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier zu Wort kommen darf. In der Tat habe ich mich mit David Rüfisch von Germanwatch hier abgesprochen und ich gebe jetzt hier mal einen kleinen Ausschnitt nur über die sehr große Risikolücke, die nach wie vor im Klaffen ist in der Sache. Erkennt das Problem ja genauso an. Es gibt einfach ein mangelndes Vertrauen, gerade der ärmsten Länder, in den Verhandlungsprozess. Und das ist eben auch der Sache geschuldet, dass zu wenig getan wird, um das Problem an der Wurzel zu packen, also sprich Minderung, und b, in der Unterstützung der ärmsten Bevölkerungsgruppen in der Bewältigung der Klimakrise und jetzt on top auch noch Corona. Diese Woche kam ein sehr besorgniserregender Bericht raus des Roten Kreuzes, der Weltkatastrophenbericht 2020 über das letzte Jahr, aus dem eben hervorgeht, dass allein im letzten Jahr 100 Millionen Menschen vom Klimawandel betroffen waren. Also sie sagen halt, dass von 308 Naturkatastrophen 77% dem Klimawandel geschuldet sind. Ist auch mutig, das mal so klar zu benennen, aber der Trend der Weltklimawissenschaft belegt ja auch, dass eben Naturkatastrophen zunehmen werden. Und deshalb kann man das auch dem Klimawandel durchaus zuordnen. Dass die Anzahl der wetterbedingten Naturkatastrophen in den letzten 30 Jahren um 35% gestiegen ist. Ich gebe ganz bewusst hier unten mal so ein kleines Beispiel von dem Zyklon Amphan, der Bangladesch in diesem Jahr betroffen hat. Und er war insofern interessant, weil da gezeigt worden ist, wie wichtig es ist, in Anpassungsmaßnahmen zu finanzieren. Bangladesch ist nun mal sehr erfahren im Umgang mit klimabedingten Katastrophen. Es ist gelungen, 4,2 Millionen Menschen in Indien und in Bangladesch zu evakuieren, weil a, es gab Evakuierungsmöglichkeiten und b, die Early Warning System, also die Frühwarnsysteme, haben funktioniert. Das heißt, in summa summarum, auch wenn man jedes Menschenleben natürlich betrauern muss, ist die Anzahl tatsächlich der Toten gemessen der Katastrophe oder der Ausmaß des Zyklons recht klein geblieben. Das sind also erfreuliche Nachrichten, dass Frühwarnsysteme wirklich real Menschenleben schützen. Die Schadenssumme war dagegen gigantisch. Mit 13,6 Milliarden US-Dollar ist ein Land wie Bangladesch
komplett überfordert und kann so eine Finanzsumme natürlich überhaupt nicht stemmen. Das ist nicht drin. Gerade die ärmsten Staaten und die kleinen Inselstaaten sind ganz besonders von der Klimakrise betroffen. Es hat negative Auswirkungen eben nicht nur auf die Armutsbekämpfung in den Ländern und deren nachhaltige Entwicklung. Die SDGs, die rücken in absolut weiter Ferne und scheinen unerreichbar zu werden, sondern es führt auch zu einer höheren Verschuldung. Die höhere Verschuldung bedeutet, dass sie weniger Geld zur Verfügung haben, um in Anpassungsmaßnahmen zu finanzieren. Zudem haben sie einen schlechteren Zugang zu Investitionen an den Kapitalmärkten, weil sie eben klimaverletzlich sind. Das heißt, sie kriegen Kredite zu deutlich schlechteren Konditionen als Staaten, die weniger mit dem Klimawandel zu tun haben. Das heißt, sie werden sogar bestraft dafür, dass sie klimaverletzlich sind. Sehr paradoxerweise. Und auch vor Corona waren die ärmsten Staaten schon haushoch verschuldet gewesen. 124 Entwicklungsländer zählen zu den hochverschuldeten Staaten, unter anderem auch wegen dem Klimawandel. Und dann kommt on top Corona. Die Corona-Schutzmaßnahmen auch haben die Staaten komplett an den Rand des Ruins getrieben. Der Internationale Währungsfonds hat schnell reagiert, 25 ärmste Staaten sofort entschuldet. Und dann gab es ein Schuldenmoratorium, auch der G20, dankenswerterweise auch Deutschland da in der Federführung, was wichtig und gut ist, dass 77 hochverschuldete Entwicklungsländer erstmal ein Jahr lang von Zurückzahlungen an ihre Gläubiger ausgespart worden sind. Dann haben die wieder Luft zum Atmen oder übersetzt in Geld 20 Milliarden US-Dollar, die sie eben nicht zurückzahlen müssen, sondern die sie jetzt erstmal in die Corona-Maßnahmen in ihren Ländern stecken können. Das ist gut, aber es ist viel zu wenig. Was wir jetzt brauchen in dieser besonderen Situation im Umgang mit der Klimakrise und im Umgang mit Corona, ist ein umfassender Schuldenerlass der ärmsten und verletzlichsten Staaten. Und das muss zusätzlich zu den Zusagen geschehen, die bis jetzt für Klimafinanzierung gemacht worden sind. Die Klimafinanzierung wurde versprochen. Hier wird David nachher noch auf die 100, auf das 100 Milliarden Versprechen eingehen. Besonders bitter für die ärmsten Staaten ist, dass eben die wirklich auf Klimahilfen angewiesen sind, dass auch diese Klimahilfen, diese staatlichen Klimahilfen, ebenso zu 2/3 aus Krediten bestehen, die man wieder zurückzahlen muss. Und das lassen sich die Industriestaaten als Klimafinanzierung anrechnen. Dabei sollte eigentlich nur der zinsvergünstigte Anteil als Klimafinanzierung, der wirklich an der Schenkung gleichkommt, angerechnet werden und nicht der Teil, den die Staaten sowieso wieder zurückzahlen müssen. Es gibt nur Mittelzusagen für Minderung von Treibhausgasen in Entwicklungsländern oder Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern, aber bis heute keine Zusagen, wenn sprichwörtlich das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, also sprich, wenn die Schäden eingetreten sind. Dafür gibt es keinen einzigen Cent. Also für Loss and Damage ist es in Madrid im letzten Jahr nicht gelungen, Zusagen zu bekommen. Madrid ist stellvertretend für die letzten 25 Jahre. Es ist nicht gelungen, dass Industriestaaten hier gerade stehen, Verantwortung übernehmen. Und das wäre, und das ist natürlich fatal. Zudem ist die Anpassungsfinanzierung mit 25% der gesamten öffentlichen Zusagen auch kriminell unterfinanziert. Dabei könnten 80% der Schäden gut abgefedert werden, wenn vorher ordentlich angepasst wird. Der Finanzbedarf geht in den nächsten 10 Jahren auf jährlich über 400 Milliarden US-Dollar. Das sind gigantische Zahlen, mit denen die ärmsten Staaten überhaupt nicht klarkommen werden. Und jetzt schon alleine jetzt, zahlen diese Staaten über 150 Milliarden US-Dollar jährlich nur für Kapitalkosten. Also nur für Zinsen und Kram zahlen die das Geld. Die haben keinen Cent zur Verfügung, um sich wirklich anzupassen. Deshalb ist die Forderung, die jetzt wir als NGOs stellen, ob das jetzt das Climate Action Network International ist mit 1300 Organisationen oder in Deutschland Fenro Klimaallianz, dass 50 Milliarden US-Dollar auch ab dem Jahr 2022 schon bereitgestellt werden, um Klimaschäden auszugleichen. Gestern in der ARD lief der Film Ökozid, kann ich nur empfehlen, die Geschichte der Klimaverhandlungen. Und da geht es wirklich auch um Klimaklagen und die Kompensation von Schäden.
Und was klar ist, ein nächstes Klimaziel muss verhandelt werden im Rahmen des Pariser Klimaabkommens. Dazu haben sich alle Staaten verpflichtet. Die Verhandlungen gehen jetzt los. Also in diesem Jahr sollte die COP26 dafür den Startschuss geben. Bis zum Jahr 2025 brauchen wir ein neues Klimafinanzziel. Und das geht natürlich nicht ohne das Loss and Damage. Also klimabedingte Schäden und Verluste da eine große Rolle spielen. So, und jetzt zum Schluss ein paar Worte, weil es mir ganz besonders wichtig ist, darauf hinzuweisen, denn ich habe 15 Tage bei der letzten COP von morgens bis abends und nachts in den Verhandlungen zu Loss and Damage gesessen. Und das wird vielleicht auch den Herrn Sach interessieren, der natürlich als solcher Verhandlungsführer alle Informationen bekommt. Das BMZ ist dort vertreten in den Verhandlungen zum Warschau-Mechanismus. Es war einfach für mich erschreckend zu sehen, wie diese Verhandlungen zur Bereitstellung von Finanzierung für Loss und Damage laufen. Entweder waren die Verhandlungen geprägt durch Unwissen oder Ignoranz. Und da bin ich mir immer noch sehr unsicher. Dass immer darauf hingewiesen worden ist, dass doch die humanitäre Hilfe durchaus für Schäden aufkommen könnte. Und die gibt es ja. Die humanitäre Hilfe, die ist nicht dicke aufgestellt finanziell und die wäre maßlos überfordert damit, jetzt auch noch Klimaschäden abzufedern, zumal es bei Klimaschäden auch um das Klimagerechtigkeit und das Verursacherprinzip geht und bei der humanitären Hilfe eben um Solidarität und Spenden. Die Prinzipien passen hier überhaupt nicht mehr zusammen. Und natürlich muss Loss and Damage Finance zusätzlich zur Minderung, zusätzlich zur Anpassung und zusätzlich zur humanitären Hilfe geleistet werden. Die Ignoranz kam natürlich am wenigsten von Deutschland oder der EU. Ich kann es auch benennen, es waren natürlich die USA und Australien. Jetzt hoffen wir mit einer neuen Administration, dass da einiges eingefangen wird. Aber trotzdem waren die so erfolgreich und niemand hat ihnen Einhalt geboten, auch nicht Deutschland oder die EU, die gesagt haben, nein. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema, ein anderer Topf und eine andere Verantwortlichkeit. Das ist natürlich nicht im Rahmen der humanitären Hilfe zu bewerkstelligen. Das würde ich mir jetzt wünschen, dass da Deutschland mit der EU auch mehr spricht und mehr deutlich hörbar ist und solchen Staaten dann eben auch Einhalt gebietet. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Menninger. Ich glaube, das war ein sehr guter Aufriss der Gesamtproblematik bei dem Thema Loss and Damage und bei dem weiteren Thema der Klimaanpassung. Aber Sie haben ja wirklich jetzt schon sehr stark dazu gesprochen, dass es einfach insgesamt eine Klimafinanzierungslücke gibt. Und diese Lücke wird natürlich noch breiter, wenn man nicht nur über Klimafinanzierung redet, sondern dann auch dazu die ganzen Recovery Funds, die notwendig sind, betrachtet. Herr Reifisch, könnte ich Sie bitten, da Ihre Bilanz zu ziehen? Was ist die Lücke? Was muss prioritär gemacht werden? Selbstverständlich. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Herr Sach sprach eben von Benchmarks und das Pariser Abkommen hat natürlich auch weitere Benchmarks gesetzt und dabei unter anderem das 100-Milliarden-Ziel nochmal aufgenommen für Klimafinanzierung, was schon aus Kopenhagener Zeiten kommt. Und da hat es gesagt, dass die 100 Milliarden, hat es bestätigt, die in 2020 bereitgestellt werden von Industrieländern für Entwicklungsländern und dass für die Zeit danach ab 2025 ein neues Ziel gelten soll. Wenn wir uns jetzt angucken, wo wir mit den 100 Milliarden stehen, da gibt es verschiedene Analysen. Da gibt es die Analyse, die über die UNFCCC offiziell kommt, die sogenannte zweijährige Analyse durch den Ständigen Ausschuss für Finanzierung. Es gibt die OECD, die kürzlich erst wieder einen Bericht vorgestellt hat. Und sicherlich noch zu nennen, sehr wichtig, der Climate Finance Shadow Report von Oxfam. Wenn wir uns den OECD-Bericht vor allem ein bisschen näher angucken, der jetzt gerade erst rausgekommen ist, da muss man zunächst sagen, die gucken sich, da werden die Zahlen bis 2018 erstmal nur angeguckt, obwohl wir im Jahr 2020 sind, weil bis dahin nur die Daten vorliegen. Wenn wir uns das angucken, dann haben wir in 2018 sind wir demnach bei 78,9 Milliarden US-Dollar. Das klingt erstmal viel, das ist aber sind immer noch 20 Milliarden bis zu den 100 Milliarden, wie die ja das Ziel sind. Und die Frage ist natürlich, wie hat sich das Ganze entwickelt in den letzten Jahren? Und da ist es so, dass seit 2013 die bilaterale Klimafinanzierung im Schnitt nur um 2 Milliarden US-Dollar angestiegen ist.
und auch die multilaterale, also die Klimafinanzierung, die über die multilateralen Entwicklungsbanken kommt, aber den Geberländern zuschreibbar ist sozusagen, um 2,8 Milliarden angestiegen ist pro Jahr. Das, wenn wir das, uns das anschauen, würden wir sagen, das reicht auf jeden Fall nicht. Wenn wir uns seit 2016 die Entwicklung angucken, da haben wir einen Anstieg um 20 Milliarden US-Dollar. Das heißt, wir sind in 2016 waren wir bei 58 Milliarden, sind jetzt sind wir bei 78 Milliarden, fast 79. Das heißt, wenn wir diesen Trend fortschreiben, könnten wir die Zielerreichung schaffen. Es wird aber auf jeden Fall knapp. Und dazu kommt, was du eben schon sagtest, Jenny, dazu kommt die Unsicherheit natürlich durch die wir durch die Corona-Krise haben. Dass gerade auch die Industrieländer, die Geberländer teilweise in ihre Budgets schauen, teilweise auch die Gelder, die sie normalerweise zur Verfügung stellen, umprogrammiert haben. Und wir werden leider erst letztlich in 2 Jahren wissen, ob wir in 2020 die 100 Milliarden erreicht haben. Was, wenn wir uns die Zahlen noch ein bisschen genauer angucken, was wissen wir denn, wie der aktuelle Stand ist? Und Sabine hatte bereits eben schon auf die große Lücke in der Anpassungsfinanzierung hingewiesen. Wir finanzieren aktuell, werden rund 70% Klimaschutz finanziert. Das steht im Widerspruch zu dem, was auch im Pariser Abkommen steht, nämlich dass es eine Balance zwischen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel gibt. Das heißt, da fehlt es dramatisch an Anpassungsfinanzierung, die erhöht werden muss. Das Zweite, auch da, Sabine sagte gerade, wir haben große Probleme hinsichtlich der Verschuldung der Entwicklungsländer. Auch da ist auffällig, dass lediglich 20% der Klimafinanzierung nach OECD-Zahlen für Zuschüsse bereitgestellt wurden. Oxfam, die sich diese sogenannten Zuschussäquivalente anguckt, die Sabine gerade auch nennt, die kommen auf 18,3 Milliarden im Schnitt 2017, 2018. Also der Zuschussanteil an diesen 100 Milliarden ist bisher sehr gering und stellt letztlich die Frage natürlich, wie können die Entwicklungsländer damit umgehen mit dem hohen Kreditanteil? Vielleicht, um das ein bisschen, das Bild noch ein bisschen weiter zu fächern, es gibt ein ganzes Potpourri an Instrumenten, die genutzt werden können. Und die Verschuldung muss ganz klar eng betrachtet werden. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass das ganze Potpourri an Instrumenten genutzt wird, denn letztlich sind, muss man auch eingestehen, die Ressourcen, verfügbaren Ressourcen der Geberländer auch limitiert. Sodass zum Beispiel bei Technologien, die jetzt im Klimaschutz schon sehr weit sind, wie erneuerbare Energien, durchaus auch andere Instrumente als nur Zuschüsse eine Option sind. Schauen wir uns bei der 100 Milliarden und bei der Bereitstellung der Klimafinanzierung Deutschland einmal genauer an. Hat Deutschland 2015 ein ganz wichtiges Signal gesendet, als Kanzlerin Merkel gesagt hat, wir verdoppeln Klimafinanzierung bis 2020 auf von 2014 2 Millionen auf 4 Milliarden aus Haushaltsmitteln. Wie hat sich das entwickelt? Deutschland hat 2019 schon diese 4 Milliarden übertroffen. Schon 4,34 Milliarden bereitgestellt und zusätzlich noch in Form von Förder- und Entwicklungskrediten noch weitere 2,4 Milliarden. Deutschland ist somit international erstmal, das muss man so festhalten, einer der größten Klimafinanzierungsgeber, sowohl insgesamt, aber als auch bei Zuschüssen. Aber wir haben da trotzdem ein paar Dinge, die auch hervorgehoben werden müssen. Einerseits ist auch in der deutschen bilateralen Klimafinanzierung so, dass nur 20% Anpassungsfinanzierung ist. Wenn wir uns die gesamte Klimafinanzierung anschauen. Wenn wir uns nur die Zuschüsse angucken, ist es stärker in der Balance. Und dazu muss man auch sagen, dass Deutschland zwischenzeitlich in 2017, 2018 auch einen Rückgang in der Klimafinanzierung hatte. Das heißt, wir haben da nicht einen Pfad, der kontinuierlich nur angestiegen ist in der deutschen Klimafinanzierung. Das heißt, auch da sehen wir, es gibt Risiken, dass nur weil wir jetzt die 4,3 Milliarden erreicht haben, dass wir auch in 2020 die 4 Milliarden erreichen, ist erstmal nicht gesichert. Und das bedarf Anstrengung von allen Seiten, dass Deutschland da weiterhin liefert. Und man muss dazu sagen, dass die Zivilgesellschaft lange schon gefordert hat, dass der deutsche faire Anteil an den 100 Milliarden letztlich 10 Milliarden wären und nicht nur wie
die rund 7 Milliarden, wo es im Moment in der Gesamtzahl der deutschen Klimafinanzierung steht. Also da ist noch eine Lücke zu dem, was eigentlich als der faire Anteil betrachtet wird. Jetzt war die Frage, was bis 12.12 passieren, was muss bis COP26 passieren? Wir haben eben gehört, die Klimaschäden nehmen weiter zu, werden immer dramatischer, die Kosten. Wir haben auch gesehen, der 1,5-Grad-Bericht vom IPCC ist seit Paris präsentiert worden. Wir sehen, dass die Schäden und Auswirkungen immer höher werden. Und vielleicht, dass auch die Entwicklungsländer, Herr Sach sagte bisher, sind noch nicht so viele NDCs erhöht worden für 12.12, aber wir sehen, dass die Ambition da ist, da neue NDCs zu präsentieren. Der Artikel 4.5 von Paris sagt, mehr Ambition muss auch gefördert werden mit mehr Unterstützung. Das heißt, wir brauchen etwas, was eine Antwort darauf ist, auf die neue Situation, die wir 2015 noch nicht hatten in Paris. Wir haben eine deutlich dramatische Situation. Und das bedeutet, dass Deutschland 12.12, also in einem Monat idealerweise, gewisse Sachen ankündigen sollten bei der Klimafinanzierung. Und das ist, da sind sich, das hat die Zivilgesellschaft einen Brief geschickt an die Kanzlerin und die Ministerien. Eine Verdopplung bis 2025 auf 8 Milliarden mit Balance, Minderung, Anpassung. Einen adäquaten Anteil für die Klimaschäden, die wachsenden, so wie Sabine das gerade sagte. Und das ist Klima- und Energiepartnerschaften mit Regierungen in Entwicklungs- und Schwellenländern geben sollte. Diese Partnerschaften sind dazu da, um günstige Konditionen für klimarelevante Investitionen zu ermöglichen. Denn das sind Schlüssel für die Transformation in diesen Ländern. Vielleicht abschließend dann, ist das gerechtfertigt? Ja, das ist gerechtfertigt. Warum? Die UK hat bereits letztes Jahr verdoppelt als Ankündigung. Das heißt, Deutschland ist zwar bereits Vorreiter, aber sie wären nicht die Ersten. Und es hat sich in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, wenn Deutschland den Schritt macht, ziehen andere Länder nach. Wir haben eine neue geopolitische Situation mit der Regierung in den USA, die ein starkes Signal von Deutschland hoffentlich auch aufgreifen würden. Und last but not least, wir haben eben gehört, wir können -55% erwarten. Effektiv von der EU müsste der Beitrag aber höher sein. Wir wissen, dass ein noch höherer Beitrag aber durchaus Herausforderungen in der Gesellschaft leisten könnte. Da muss Deutschland und die EU noch stärkere Beiträge leisten in der Partnerschaft mit Entwicklungsländern. Und das kann in Teilen über die Klimafinanzierung geliefert werden. Und deshalb ist es wichtig, dass Deutschland da zu 12.12 ein Signal sendet. Dankeschön. Ich würde einmal ganz kurz noch mal frech nachhaken. Wir haben jetzt hier natürlich ganz unterschiedliche Größenordnungen an Geld, über die wir reden. Wir haben gerade gehört Schuldenkrise, riesige Summen, humanitäre Hilfe und dann hören wir Klimafinanzierung. Darf man die beiden Themen separat betrachten und wieso Priorität Klimafinanzierung, wenn es all diese größeren Gelder gibt, die auch noch betrachtet werden müssen? In vielleicht einfach zwei Sätzen ganz kurz. Erster Aufriss und dann gerne später wieder. Genau, also das ist, wird insofern separat betrachtet, als das halt das ist, was berichtet wird unter der UNFCCC. Die Klimafinanzierung, die können wir ja nicht komplett rausseparieren, weil sie letztlich einen Beitrag zur Entwicklung der Länder darstellt. Und sozusagen wir deshalb nicht ausspielen können, wir müssen jetzt nur Gesundheit machen oder wir müssen jetzt nur das eine machen. Klimafinanzierung und Investitionen in Klimamaßnahmen stellen letztlich auch einen Beitrag zu guter Entwicklung dar und damit steigert es die gesamtgesellschaftliche Resilienz in den Entwicklungsländern. Und deshalb würde ich da nicht sagen, das müssen wir kategorisch trennen. Bei den Zahlen wird es letztlich auseinanderdividiert aufgrund der Vorgaben durch sozusagen die Verhandlungen. Danke sehr. Wir haben jetzt natürlich ganz viele unterschiedlichen Ebenen gehört, ein paar Sachen, die sehr technisch waren, aber tatsächlich wahre Notstände verbergen in der manchmal sehr technischen Sprache rund um Loss and Damage und Klimaanpassung. Aber die Realität ist, die Welt verändert sich. Wir haben ein bisschen Fortschritt gesehen. Frau Neubauer, wie sehen Sie das? Welche Bilanz ziehen Sie
während wir auf das fünfjährige Jubiläum des Pariser Abkommens hinschreiten? Was bedeutet für Sie ein Moment wie der 12. Dezember? Ja, also zunächst einmal hallo, guten Morgen und vielen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für den Austausch und diese Runde. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Debatten geführt werden, insbesondere in Zeiten, wo wir in einer Art aufmerksamkeitsökonomischen Konkurrenzsituation stehen, also wo die Klimakrise brüllt und schreit und man meint, sie aber nicht besprechen zu müssen, weil andere Dinge vordergründig wichtig sind. Unabhängig davon braucht es natürlich auch eine erfolgreiche und wirksame Corona-Bewältigung. Ehrlicherweise, ich bin relativ entgeistert. Wir haben in den letzten 2 Jahren erlebt, dass sich in fast jedem Land der Welt ein gesellschaftlicher Wandel vollzogen hat. Wir haben eine nie dagewesene Aufmerksamkeit für die Klimakrise erlebt, nie dagewesene Mobilisierung. Wir haben nie dagewesene Zustimmung von Regierungen, Staaten, Verantwortlichen, Entscheiderinnen und Entscheidern, Verwaltungen, Institutionen etc. von allen Seiten gehört. Wir haben eine nie dagewesene Bereitschaft unternehmerischer Seite erlebt, von Seiten der Industrien, eine nie dagewesene Intensität in der Art und Weise, wie wir über die Klimakrise sprechen, wie sie medial behandelt wird. Und was dabei rauskommt, ist so erschreckend, wenn wir mal nur in Deutschland anfangen, dass ich gar nicht weiß, wo man sozusagen, wie man davon sprechen kann, dass die Ambitionen gesteigert werden, wenn die Bereitschaft, sich an sozusagen existierende Ziele zu halten, existierende Ziele auch sozusagen umzusetzen, zu implementieren, so gering ist. Und während wir hier in diesem Augenblick sprechen, erlebt Mittelamerika einen Tropensturm, der stärker ist als das, was jemals dort erlebt wurde. Und ist der 2. innerhalb von 2 Wochen. Und in Deutschland verhandeln wir eine EEG-Novelle und wohl wissend, dass das all das sozusagen, dass wir ja ausbauen könnten. Wir könnten Klimaziele einhalten, wir könnten aus der Kohle raus und man tut es aber nicht. Und das ist eine solch ambivalente Situation. Es macht richtig sprachlos. Es ist in meinem Verständnis und auch in meiner sozusagen politischen Perspektive, die natürlich viel kürzer ist als von vielen anderen hier, viel weniger relevant, was in den letzten 20 Jahren verschleppt wurde und was vielleicht sozusagen hätte früher machen sollen. Und ich höre es wirklich von allen Seiten ununterbrochen, erklärt man jetzt doch schon auch von Seiten der Regierung, man hat Fehler gemacht, man hat zu langsam gemacht, man hat zu zögerlich gemacht, man war nicht mutig genug. Und all das erlischt aber angesichts der Entscheidungen, die in diesem Augenblick getroffen werden, während die Klimakrise so unübersehbar ist, während halb Kalifornien brennt oder Australien, während es in Bangladesch flutet und in den Philippinen flutet und Mittelamerika leidet. Wir haben hier auch die Bilder eben nochmal von Frau Minninger gesehen. Und im angesichts all dieser existierenden Katastrophen, der Geschwindigkeit, der Zerstörung, der Dringlichkeit, der Drastik, befinden wir uns in so vielen Verfahren, seien es die EU-Klimaziele, seien es der Kohleausstieg, sei es der europäische, aber auch deutsche Ausbau der Erneuerbaren, sei es die Frage der Klimafinanzierung, sei es die Frage der globalen Fortschritte und Zusagen in den Erlässen. Und in diesem Augenblick, wo sozusagen so deutlich ist, was gemacht werden muss und wo auch so deutlich ist, wie die gesellschaftliche Bereitschaft steht, dass da weiterhin so sehr blockiert wird und so sehr verhindert wird, dass man tatsächlich loslegt, das macht richtig sprachlos. Und ich finde an der Stelle besonders erschreckend, dass wir offensichtlich keinen Mangel an Erkenntnis oder an Aufklärung haben. Das ist, die Klimakrise spricht für sich und in der Art und Weise, wie über sie gesprochen wird, können wir auch nicht mehr annehmen, dass Menschen einfach nicht Bescheid wissen, wo wir gerade stehen. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Und an der Stelle kann man sozusagen auf Ignoranz setzen oder sowas, das fände ich noch am hoffnungsvollsten, denn was jenseits davon kommt, wissentlich angesichts all dieser Schäden, all dieser Katastrophen, all diesen Leids, darauf zu verzichten, zu handeln, finde ich auf so vielen Dimensionen so verantwortungslos, man wüsste nicht, wann, man kann es kaum in Worte fassen. Und dabei, das ist ja das Entscheidende, dabei muss es ja nicht so bleiben. Also wir wissen, dass sagen, die Verstärkung und die Eskalation der Klimakrise anhalten wird, erstmal sagen, losgelöst davon, was wir jetzt tun. Aber wir wissen schon, dass es ja die Möglichkeiten gibt, relativ schnell, relativ erfolgreich tatsächlich Schalter umzuleben. Wir befinden uns in einer extrem transformativen Phase. Wir erleben gerade alle hautnah, wie disruptiver Wandel funktioniert, wenn man Krisen ernst nimmt, im Beispiel der Corona-Pandemie. Das geht schon. Und wir wissen auch, dass Bevölkerung, Gesellschaften, wenn man sozusagen, wenn man sie ernst nimmt, wenn man Krisen ernst nimmt und das auch vorlebt, zu allen möglichen Herausforderungen bereit sind. Wir erleben erstmals, dass
sozusagen die, das, was man vorher für unzumutbar gehalten wird, in Relation zu der Gewalt einer Krise durchaus zumutbar ist, wenn man sozusagen das gemeinschaftlich solidarisch tut, wenn man den Menschen auch zutraut, Wissenschaft und Komplexität zu verstehen und verstehen zu können. Und an der Stelle sind die Augen und die Ohren und die Aufmerksamkeit sehr auf das gerichtet, was jetzt passieren muss, auf den 12. Dezember. Wir bei Fridays for Future bereiten am 11. Dezember einen internationalen Aktionstag dazu vor. Das ist wie für alle natürlich schwierig in der Corona-Pandemie. Wir machen es, weil es anscheinend notwendig ist. Und dann stellt sich ganz konkret die Frage, wie können die nächsten 5 Jahre so gestaltet werden, dass wir die entscheidenden Pfade einschlagen? Denn das zeigen die Studien eben auch. Es geht nicht um 2050 oder 2040 und auch nicht direkt um die Ziele 2030, das ist alles wichtig. Aber die großen Schalter, die werden in den nächsten 5 Jahren gelegt werden. Das heißt, wir gucken auf das letzte Jahr der Legislaturperiode. Uns ist bewusst, dass die meisten Parteien am liebsten einfach ein Jahr lang fröhlich Wahlkampf machen würden oder ein bisschen Corona-Bewältigung. Sie wurden für 4 Jahre gewählt und dieses Jahr können wir nicht verlieren. Da muss eine Regierung alles vorbereiten, was sie vorbereiten kann, damit die Legislaturperiode ab 2021 zu der werden kann, wo wir sagen, aus deutscher Instanz heraus alles machen, was notwendig ist. Und das natürlich auch europäisch dann vorleben können und dort anziehen können. Gerade im europäischen Kontext ist es so erstaunlich, wie man tatsächlich das Tempo und vor allem den Takt, den Rhythmus, den überlässt, die überhaupt kein Interesse daran haben, erfolgreiche Klimakrisenbewältigung zu leisten und selbst meint, sich zurücknehmen zu können. Da braucht es gerade jetzt diese europäischen Allianzen, die sich schmieden, die sagen, okay, wir machen das in die Hand. Wir machen das zusammen, wir nehmen uns einander an die Hand, wir überzeugen diejenigen, die das gerade nicht wollen, notfalls mit sozusagen entsprechenden Summen. Das ist jetzt die Zeit dafür. Aber ja, kurzum, also ich weiß nicht genau, ich dachte, man gewöhnt sich daran, aber ich finde es in jedem Woche und jedem Monat, der vergeht, wo wir immer deutlicher sehen, was passiert, wo wir in Kalifornien Flammen erleben, die so hoch sind, die Vögel fallen tot vom Himmel, verbrannt. In dieser Situation weiß ich nicht genau noch, auf wen man gerade setzen kann. Und wir aus der Bewegung, wir sprechen mit so vielen Regierungschefs gerade, nicht weil wir irgendwen vorführen wollen, um Gottes Willen, sondern weil wir uns fragen, wo sind diejenigen, auf die wir gerade gucken können, auf die wir uns verlassen können, auf die wir vertrauen können, einfach nur ihre Zusagen einzuhalten und dass das schwierig ist, dass das komplex ist, dass es herausfordernd ist, dass es eine Zumutung für alle ist, keine Frage. Aber was ist denn die Alternative? Die größte Zumutung von allen ist die Klimakrise und wir erleben sie eben schon genau heute und es ist so ja, offensichtlich, was passiert, wenn das Handeln weiter verschleppt wird. Vielen Dank. Ich würde mich tatsächlich jetzt an Dr. Sach wenden, um eine erste Reaktion zu geben, aber insbesondere halt auch, wir haben jetzt natürlich viel über den 12. Dezember geredet, aber das nächste Jahr ist ja auch sehr kritisch und es ist natürlich auch, wie einige Panelisten ja auch schon erwähnt haben, ein Superwahljahr. Also ein Jahr, in dem auf jeden Fall politische Sichten sich nach innen wenden werden. Worauf kann man denn noch vertrauen von Deutschland? Was können wir dieses Jahr schon einbetten, damit Deutschland auch nächstes Jahr international noch eine Rolle spielen kann und wird? Zunächst mal zu all dem, was gesagt wurde, in der Analyse da, wir haben keinen Mangel an Erkenntnis, wir haben eine Klimakrise, insofern kann ich die Ungeduld auch gut verstehen, nur aus der Perspektive jemanden, der seit 40 Jahren in diesen Themen arbeitet, sehe ich, dass wir augenblicklich in den letzten 2 Jahren deutliche Fortschritte gemacht haben. Sind die groß genug? Nein, sind sie nicht. Wir reden ja wieder, und im Zweifel auch alle, die uns zuhören, wir reden ja unter uns. Wir sehen die Klimakrise als die größte Krise, weil wir sehen auf der anderen Seite große Disparitäten in der Gesellschaft zwischen Nord und Süd. Und da kann sich Politik natürlich leicht verstecken. Ich sehe, und das ist immer mein Appell an alle, weil es aus der Szene, ich sehe, weil es über den European Green Deal einen sehr mächtige Argumentationsform und wir kommen dort voran und wir müssen es jetzt nur auch ein Stück
ausbuchstabieren. Und 55% oder 60% auf EU-Ebene würde die Transformationsgeschwindigkeit dessen, was notwendig ist, weil es beschleunigen. Und im Prinzip habe ich das, würde ich jetzt mal für mich in Anspruch nehmen, auch vorausgesehen, indem ich lange Zeit an Dingen, die so scheinbar technisch daherkamen, gearbeitet habe, was, sagen wir mal, ein Klimaschutzgesetz, die Dinge auf Einzelsektoren runterbrechen, weil diese Instrumente brauche ich, um diejenigen, die augenblicklich nicht auf Kurs sind, wie zum Beispiel Bundesverkehrsminister, um die dann anschließend auch, weil es verantwortbar machen zu können. Das ist wichtig. Auch zu ein Wort zu den auch, weil es gut analytischen Aussagen von Sabine Mindinger und David Rüfisch, weil es wir haben, Herr Rüfisch, und das haben Sie indirekt gesagt, auch wenn Ihre Schlussfolgerung bei der öffentlichen Haushaltsklimafinanzierung einen ziemlich stabilen Aufwuchspfad gehabt. Sie haben völlig recht, dass bei dem, was wir hebeln, wir Brüche haben. Das liegt schlicht und ergreifend daran, ob wir, sagen wir mal, über die KfW größere Windparkprojekte in Indien oder in Südafrika, weil es mitfinanzieren, das ist es drin. Aber ich weil es warne davor, und das war so ein bisschen der Duktus von Frau Mindinger, weil es nur auf die staatliche Budgetfinanzierung zu setzen, weil da werden wir nicht die Mittel bekommen. Wenn Sie die Analyse von David Rüfisch sich genau angucken, sehen wir, dass wir es nicht schaffen, in die anderen Bereiche reinzukommen und, sagen wir mal, unsere Instrumente, auch der KfW, wo es riesen Nachholbedarf gibt, zu ergrünen. Da sind strukturelle Probleme und da sind wir über Taxonomie und jetzt auch letzten Mittwoch die Entscheidung, zu einer Klimabank zu kommen mit einem Plan der EIB, das ist wirklich gut. Da könnte sich die KfW wirklich eine Scheibe abschneiden. Da sind wir dann auch bei Hausaufgaben in Deutschland. Unsere Exportkreditförderung sieht nicht so aus, wie sie aussehen sollte, wenn sie Paris-kompatibel wäre. Wir haben, weil es ein Problem auch, weil es die KfW eindeutig zu einer Klimabank umzugestalten. Wir haben auch ein Mengenproblem, da bin ich völlig bei Sabine Mindinger und sagen wir mal, außerhalb dessen, was wir über Budgethilfe machen, wo wir nicht schlecht dastehen bei der Balance zwischen Anpassung und dem anderen, aber wir haben ein riesiges und weil Finanzierungsproblem für Anpassung und auch für Loss and Damage bin ich völlig bei Ihnen. Sie sehen, dass wir riesige neue Etats bekommen haben im BMZ, die anders verwendet werden. Ich bin ja als Vertreter eines relativ armen Ministeriums. Wenn Sie mir mehr Geld geben im Bundestag, würde ich auch mehr für Anpassung einsetzen. Das will ich machen. Aber was sind die wichtigen Punkte für die Agenda im nächsten Jahr? Das ist für mich Taxonomie runterbrechen und Investoren voranzubringen. Es ist auch unsere öffentliche Finanzierung umzubauen, sowohl in Deutschland wie international. Und es sind denn da so Fragen im Raum, wie schaffen wir es eigentlich, unseren öffentlichen Verkehr und den Verkehr umzugestalten, Kfz-Standards, ein Preissignal allein reicht nicht aus. Also insofern sind es eigentlich die Details eines NDCs, die wir dieses Jahr noch nicht liefern können, die wir im nächsten Jahr nachliefern müssen. Vielen Dank. Ganz viele Hausaufgaben für zu Hause, die auch international natürlich große Hebelwirkungen haben könnten. Ich würde den Rest der Runde jetzt auch einmal kurz fragen, Ihrer Bilanz nach im Superwahljahr, was ist denn die Balance, die gebraucht ist zwischen international und national? Es gibt viel zu tun, viel, was in einem Wahljahr vielleicht auch ermöglicht werden kann. Aber was sind die Sachen, die international weiterhin Priorität haben für Sie? Vielleicht erstmal Herr Reifisch. Ja, vielen Dank. Zunächst mal, es ist natürlich in einem Bundestagswahlkampfjahr schwierig. Wir haben eben gehört, die Parteien machen am liebsten das ganze Jahr Wahlkampf. Deshalb umso wichtiger, noch dieses Jahr aktiv zu werden. Aber wenn wir aufs kommende Jahr gucken, Herr Sach sagte das gerade schon, wir haben noch zum Beispiel große Lücken bei Entwicklungs- und Exportfinanzierung. Da muss ein Ausschluss kommen von fossilen Energieträgern.
Das ist die EIB, die Europäische Investitionsbank, hat da sozusagen Benchmark gesetzt. Und wenn wir uns mit der KfW als Vorreiter sehen, muss das auch kommen. Und wir wissen, Herr Sach hat gerade Bezug genommen, aus welchem Ministerium er kommt. Das ist sicherlich nicht das Problematische. Aber Luisa war gestern in der Diskussion mit Herrn Peter Altmaier. Da muss mehr kommen, dass auch wir ganz klar sagen, keine Entwicklungs- und Exportfinanzierung für Infrastruktur für fossile Energieträger mehr. Das eine. Zweiter Punkt, Herr Sach hat gerade die Taxonomie genannt. Das ist vielleicht nicht allen klar, was die Taxonomie ist. Die Taxonomie ist, sagen wir mal, ein Kriterienkatalog für was sind grüne Investitionen, was sind transformative Investitionen auch, also die, die uns in der Transition helfen. Und Unternehmen fangen schon an, die anzuwenden. Und da sollte es zügig da in die Umsetzung gehen, in die breite Umsetzung, um den Unternehmen auch Investitionssicherheit zu geben. Denn dieses Instrument kann ihnen dabei helfen. Und das zahlt dann letztlich auf das ein, was Luisa sagte. Die nächsten 5 Jahre sind der Schlüssel. Und wir haben, Herr Sach sagte, in den letzten 2 Jahren ist viel passiert. Die Taxonomie kann da zum Beispiel zu dienen, das Ganze noch weiter zu beschleunigen. Und das muss schnell umgesetzt werden, auch zu Beginn des kommenden Jahres. Danke sehr. Man muss natürlich auch nochmal wirklich darüber nachdenken, was für Wirkungen Exportfinanzierung, Änderungen in der Exportfinanzierung auch in unseren Gesprächen mit der potenziell hoffentlich neuen Vereinigten Staaten Amerikas, aber auch in unseren Gesprächen mit China haben könnte und sogar auch mit Partnern in der Afrikanischen Union. Also das ist schon sehr spannend. Frau Neubauer, es ist natürlich sehr viel auf der deutschen und auf der europäischen Ebene zu tun, aber gibt es internationale Themen, die für Sie trotzdem nächstes Jahr starke Relevanz haben und starke Resonanz zeigen, auch in Solidarität mit Fridays for Future-Bewegungen in anderen Teilen der Welt? Also Themen in der Klimapolitik international. Genau, wo wäre für Sie Deutschlands Rolle nächstes Jahr? Oder muss der Fokus wirklich intern liegen? Ah. Nee, das geht natürlich das eine oder das andere. Also das eine geht ja nicht ohne das andere. Also ich glaube, das ist kein Entweder-Oder. Und ich glaube, auch an der Stelle zu sagen, es gibt ja auch da entsprechende Abteilungen für Ministerien und so, deren Aufgabe das dann ist, genau dort die Aufgabenteilung irgendwie auch zu übernehmen und zu gucken, okay, wie können wir international irgendwie positionieren und Impulse liefern, ohne national zu vergessen, dass wir auch unsere Hausaufgaben zu tun haben. Und ich meine, das gibt viel zu tun. Wie gesagt, ich kann nicht von den letzten 20 Jahren sprechen. Als ich das erste Mal zu einer Klimakonferenz gereist bin, 2018, dachte ich, dass Deutschland da eigentlich ein ganz gutes Bild machen würde, weil das ist ja sozusagen der Eindruck, der dann vermittelt wird, intern oder auch sozusagen innerhalb von Deutschland. Und dann wurde Deutschland mit diesem fossilen Dinosaurier ausgezeichnet und ich habe nochmal nachgeguckt, was eigentlich passiert. Daraufhin haben wir angefangen zu streiken und ich sozusagen glaube, von da aus gesehen sind wirklich alle Türen offen, wenn Deutschland sich entscheiden wollen würde, zu sagen, okay, wir ziehen hier mal an. Und wir machen das selbstbewusst als natürlich große Industrienation, von der sozusagen die selbst weiß, okay, yo, ganz, ganz viel von dem, was wir machen müssen, passiert hier zu Hause, passiert in unseren Industrien, auf unseren Straßen, auf unseren Feldern und so weiter und so fort, in unseren Kraftwerken. Und gleichzeitig ist es, stellt sich die Frage, warum sich genau Länder, die viel weniger Ressourcenkapazitäten haben weltweit, die deutlich in ihrer Wahrnehmung sozusagen viel mehr nachzuholen haben, nochmal viel mehr Guthaben, warum die sich irgendwie angemessen bemühen sollten, wenn es ein Land wie Deutschland nicht macht. Also das sagen, da geht sozusagen in so eine, also das ist eine Rolle von uns natürlich ganz vielschichtig. Es geht darum, dass wir einfach ein Schwergewicht sind, dass wir aber auch eine politische Macht haben, dass wir Vorbild sind, dass wir in jedem Tag, wo wir weiter unsere Kohlekraftwerke laufen lassen, wo wir im Jahr 2020 ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen lassen, Ausreden liefern für alle anderen. Und gleichzeitig auch ein ganz, ganz merkwürdige verantwortungsethische Standards setzen. Also wenn sozusagen, wohin sollen wir denn genau gucken, wenn wir doch genau wissen, wer eigentlich die Klimakrise produziert hat und was die Herausforderung ist, nämlich zu verhindern, dass andere Staaten auf der Welt die gleichen Schritte gehen müssen, die fossilen Schritte, die wir gegangen sind, sondern dass wir genau das überspringen müssen. Und das geht natürlich aber nur, wenn wir da auch entsprechend mitarbeiten. Das heißt sozusagen, uns als sozusagen globales Team verstehen, das sagt, okay, wir gehen das gemeinsam an. Und da muss natürlich viel passieren. Das hat mit unseren Klimazielen hier zu tun, in Deutschland und Europa vor allem.
Das hat aber auch mit der Bereitschaft zu tun, wie wir tatsächlich auch regulieren in den internationalen Raum herein. Also wir haben über die Regulierung von Klimafinanzierung, aber auch von Technologiefinanzierung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn wir hier Standards setzen, zum Beispiel in der Automobilindustrie, zum Beispiel in Art und Weise, wie wir Exporte, Stichwort Carbon Border Adjustment Tax, organisieren. All das kann ja sozusagen auch industriepolitisch wahnsinnig weit wirken. Die Impulse werden jetzt aber nicht von anderen kommen. Das müssen schon wir machen. Und da frage ich mich schon, ob es nicht Zeit wäre, dass man sich nochmal neu in einem Art internationalen oder sozusagen von Deutschland aus in den internationalen Raum hineingedachten politischen Selbstverständnis wiederfindet. Also was wollen wir denn eigentlich? Und wofür machen wir denn das? Und nach wie vor ist mein Gefühl, dass Klimaschutz, internationale Klimapolitik als wohlwollendes Hobby behandelt wird. Dafür ist, das kann man machen, wenn Zeit und Geld da ist, wenn man nichts Wichtigeres zu tun hat. Und wenn sozusagen der Beitrag in der internationalen Klimadiplomatie immer nur als Add-on gehandelt wird, aber niemals als Prämisse, immer als sozusagen Zusatz, aber nicht als Fundament von unserer internationalen Diplomatie, dann wird das nicht. Zurzeit befinden wir uns hier in einem internationalen Komplex, der akkumuliert, die Klimakrise beschleunigt. Und wenn davon immer nur ein Bruchteil geleistet wird, um sie sozusagen zu entschleunigen, dann kommen wir da niemals hinterher. Das heißt, an der Stelle ist auch die Frage, wie man sozusagen einen internationalen Paradigmenwechsel organisieren kann. Und das hat sozusagen gleichermaßen was zu tun mit Art und Weise, wie wir über die Klimakrise sprechen, wie wir sie anerkennen, wie wir sie ernst nehmen, das auch vorleben und als erwarten von anderen Regierungen. Aber natürlich auch, wie wir sagen, okay, Moment, wir müssen an dieser Stelle regulieren, wir setzen mal die Standards. Denn es wird ja kommen, so oder so, das ist ja keine Frage. Nur was wir erleben, ist, dass sozusagen der Verlass auf Dynamiken, wie zum Beispiel Großbritannien, die sagt, wir setzen das Ende des Verbrennermotors, wie China, die sagt, wir werden 2060 klimaneutral, das ist in dem Sinn natürlich, also es reicht nicht, sich darauf zu verlassen, dass wir dann irgendwie hinterherhinken werden. Da muss schon was von uns kommen. Und das gibt uns natürlich eine Art von Gestaltungsmacht. Und das ist die Frage, ob wir die wahrnehmen wollen. Genau. Aber bottom line, ich frage mich schon auch, wie wir das gerade noch vertreten, was wir machen, wie wir es machen. Und es ist kein Geheimnis, dass Deutschland sozusagen nicht nur zögerlich ist, sondern auch immer wieder, gerade im Europäischen, tatsächlich blockiert. Und da ist, da müssen wir, ich weiß nicht, einen anderen Umgang mitfinden. Vielleicht muss man da auch sozusagen konkreter über die Beispiele sprechen. Der Film gestern hat es ja zum Beispiel auch gezeigt, wiederholt, dass es, also das geht nicht mehr. Vielen Dank. Herr Sach, Sie wollen kurz, ja. Kurz darauf reagieren. Das, Frau Neubauer, das entspricht natürlich jeweils überhaupt nicht meinem Weltbild. Und Sie haben Ihre erste Klima-COP genannt. Wir haben da den Fossil of the Day gekriegt und da war ich bestimmt nicht stolz drauf. Aber der war nicht ganz unverdient, weil er ja insbesondere auf eine gewisse Diskrepanz zwischen unserer Klimadiplomatie und dem, was wir zu Hause machen, hingewiesen hat. Und das war schon eine für mich auch gut nachvollziehbare Begründung. Ist der Punkt, den Sie zu Kohle gesagt haben, richtig? Wir gucken uns mal an, es gibt noch 4 Länder, die im Ausland Kohle finanzieren. Das sind die USA, Japan, Korea und China. Ist der Punkt, den Sie machen, ich kann mir auch einen schnelleren Kohleausstieg vorstellen, das wissen Sie. Und dafür habe ich mich auch immer eingesetzt. Wir haben jetzt aber mal einen Deal in unserer Gesellschaft gemacht. Und ich bin überzeugt, dass er eher kommen wird, als das, was wir bisher, weil es da über diesen gesellschaftlichen Konsensprozess hinbekommen haben. Aber das Argument, dass wir nicht schnell genug aussteigen, unterschreibe ich ja. Aber weil es die wirklichen Wirkkräfte, wo wir augenblicklich gucken, werden zukünftig noch Kohlekraftwerke gebaut, sind woanders. Und insofern würde ich auch zu einer anderen Einschätzung kommen, ob wir dort hinterherhinken. Mein Fokus, ich verwende viel meiner Zeit auf den Dialog mit China augenblicklich, ist, dass wir tatsächlich die Dinge, die augenblicklich mit dieser wichtigen Ankündigung von Xi Jinping ist, tatsächlich umgesetzt werden. Und wenn Sie sehen, wo augenblicklich die Planungskommission in China steht, wo die Provinzen sind, sind wir ein ganzes Stück weiter. Sind wir weit genug? Nein. Mein großes Problem hier in Deutschland ist, dass wir keine Politikkohärenz haben.
Sie haben ja völlig recht, dass Teilbereiche unserer Politik und unserer Gesellschaft blockieren. Und Sie haben auch recht, dass der Klimaschutznarrativ selbstbewusst voran, das ist unsere neue grüne Industriepolitik, noch nicht allseitig da ist. Und sagen wir da, nur da komme ich wieder zu meinem Ausgangspunkt zurück. In den letzten 2 Jahren habe ich da große Fortschritte gemacht. Wenn Sie sehen, wie ein Herr Fuhrmann von Salzgitter oder Arndt Köfler von Thyssen oder der BASF-Chef auch mit mir redet und will mit mir grüne Transformationsagenten besprechen, das war vor 2 Jahren nicht da. Das Kompliment geht auch teilweise an Sie zurück, weil Sie, sagen wir mal, ein Stück weiter sind als wir augenblicklich als Regierung. Das erkenne ich gerne an. Hier einen einheitlichen, grünen, selbstbewussten, weil es auch ein grünes Selbstverständnis nach vorne zu bringen. Aber ich glaube, wir sind nicht schlecht, weil wir kommen damit voran. Und ich würde auch sagen, dass wir Deutschland als EU, Deutschland als Teil der EU, augenblicklich auch dort Leader sind, diese Dinge voranzubringen. Sie haben völlig recht, dass es nicht ein ganz, sagen wir mal, kohärentes Bild ist und über viele Entscheidungen, die wir so als Regierung, weil es formulieren, schüttel ich auch nur den Kopf, aber ich werde weiter daran arbeiten, dass es besser wird und Sie helfen mir dabei. Danke sehr. Wir sprechen jetzt hier gerade sehr vom grünen Selbstverständnis, vom Fundament, dem Mainstreaming. Und das ist unwahrscheinlich wichtig, aber oft sprechen wir, wenn wir über diese Themen sprechen, wirklich prioritär zum Thema Mitigation, zum Thema Klimaschutz. Und deswegen würde ich noch mal kurz Frau Minniger gerne einbringen, um zu fragen, was ist denn für Sie, für Deutschland nächstes Jahr das Fundament beim Thema Anpassung? Was sind die Prioritäten? Was muss gewährleistet werden, auch in 2021? Also so Themen wie die Menschen im globalen Süden zu schützen in der Klimakrise war auch schon vorher ein absoluter Rohr. Rohrkrepierer, was Wahlkampf angeht. Also kann man nicht ohne Aktion jetzt noch. Frau Minniger, wir hatten kurze Internetproblematik. Schlimmer. Das ist tatsächlich so, dass... geht jetzt wieder? Okay, also mit Themen... Ja, geht's? Okay. Die Menschen in der Klimakrise zu schützen im globalen Süden ist mit Sicherheit ein Rohrkrepierer im Wahlkampf. Ich sehe, es gibt wieder eine instabile Internetleitung. Okay, geht's weiter. Und dennoch, also es gibt natürlich Parteien wie die AfD, die würden da niemals irgendwie die Menschen im globalen Süden als die schützenswerte Gruppe sehen, um die wir uns jetzt kümmern müssen, wo doch ganz klar erst in der Pandemie. Wir haben tatsächlich jetzt ein paar Internetprobleme. Wir würden uns jetzt erstmal an die Q&A-Section wenden und dann hoffentlich Frau Minniger später nochmal mit reinholen können, um ihren sehr wichtigen Beitrag noch fertigzustellen, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich gerne diese Perspektive noch mit in die Diskussion bringen würde. Aber wir haben jetzt schon einige Fragen an unser wunderbares Panel und die würde ich jetzt gerne auch ein bisschen in Angriff nehmen. Ich würde vielleicht erstmal kurz die zweite Frage von Herrn Sieberg ein bisschen angreifen wollen. Was muss in Glasgow entschieden werden? Auf der technischen, aber auch auf eher der politischen Ebene. Und welche Rolle ist da für Deutschland insbesondere, um Glasgow zum Erfolg zu machen? Das würde mich sehr kurz von Herrn Sach und von Herrn Reifisch sehr gerne interessieren, wie Sie das sehen. Herr Sach, wenn Sie starten wollen. Ich muss zugeben, dass ich eine Sekunde unaufmerksam bin. Können Sie mir die Frage nochmal direkt wiederholen? Natürlich. Was muss in Glasgow entschieden werden und was ist die Rolle Deutschlands, um Glasgow zu machen? Ja. In Glasgow, weil es, ich glaube, wichtig ist erstmal, was muss bis Glasgow entschieden werden? Und das sind von allen wichtigen Ländern, weil es deutlich angeschärfte NDCs. Und die Entscheidung für den Strukturwandel liegt primär in den jeweiligen Regionen, in den Staaten, aber weil es ist die Kommunikation und der positive Wettlauf international, weil es der uns da auch ein Stück accountable macht. Also insofern die Reise nach Glasgow ist wichtig. Und auch die Forderung von Sabine Minniger, sie weiß, dass ich die 8 Milliarden an öffentlicher Finanzierung
nicht unterstützen kann, aber weil wir haben ja auch intensiv darüber gesprochen und für den Brief an die Kanzlerin, an die Minister bin ich auch unendlich dankbar, aber dass ich mich, weil es dafür einsetze, für 2025 ein 6-Milliarden-Ziel zu setzen, wo ich dann einen Aufwuchs mache und das, was sie zur Anpassung, weil es gesagt hat, weil es ist auch alles richtig, was sie da gesagt haben, weil wir, da haben wir eine Lücke, weil wir nicht drin sind. Ich werbe nur dafür, und das gerade in Corona, ich habe keinen afrikanischen Regierungschef, wenn wir jetzt EU-AU-Treffen vorgesehen hat, welches über das abstrakte Klimafinanzierungsziel weil es gesprochen hat. Was die gesagt haben, hilft uns, nachhaltige Energiesysteme aufzubauen, hilft uns bei Krisenbewältigung, hilft uns bei Anpassung. Aber das ist immer eine Abstraktionsebene niedriger als das, was wir in dem Klimakontext, in dem Verhandlungskontext machen. Also insofern, da müssen wir was liefern. Und sagen wir, dass der AU-Gipfel jetzt nur, EU-AU-Gipfel nur kastriert stattfindet, nimmt mir eine Chance. Aber insofern, das runterzubrechen, was müssen wir mit dem Sahel machen? Was müssen wir mit den kleinen Inselstaaten machen? Da müssen wir im nächsten Jahr Lösungen finden. In Glasgow selbst müssen wir aufräumen, weil es die Punkte, über die wir bisher keinen internationalen Konsens haben. Ich komme jetzt mal so als typischer Bürokrat und möchte sagen, warum das so wichtig ist. Uns fehlen noch die wirklichen Transparenzregeln. Das ist erstmal fürchterlich bürokratisch. Aber ohne Transparenz können wir Unternehmen, können wir Staaten nicht accountable halten. Also wir müssen das, was so schön ICTU heißt, in Verhandlungssprache, das Transparenz- und Berichtsregime zu Ende führen. Und der zweite Punkt, wir müssen auch die Marktmechanismen zu Ende verhandeln. Nicht, weil ich meine, das ist der wichtigste aller Punkte, aber ich glaube, es ist wichtig, sagen wir mal, diese Systemlücken zu schließen, um tatsächlich hinzukommen. Das dritte Ziel, und da bin ich völlig bei Sabine Minninger und David Riffisch, wir müssen dann kollektiv aufbauen auf den Arbeiten eine stabile, aufsteigende Klimafinanzierung bis 2025 festlegen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in Glasgow schon das 2025er Ziel festlegen können, aber wir müssen bei Klimafinanzierung ein kollektives Verhandlungsergebnis erzielen. Sonst wird die Glaubwürdigkeit gegenüber gerade den Ärmsten nochmal massiv weiter geschwächt. Danke sehr. Ich würde zu diesem Punkt tatsächlich nochmal Frau Minninger reinbringen. Wir haben jetzt natürlich sehr viel gehört über Regelwerk und die Wichtigkeit des Regelwerks auch für kleine Inselstaaten, für vulnerable Staaten. Das stimmt auf jeden Fall. Aber was sind denn noch die anderen Sachen, die Deutschland wirklich nächstes Jahr machen muss? Also was würden Sie dieser Liste hinzufügen oder welche Regeln würden Sie vielleicht auch als besonders wichtig für Ihre Partnerländer aufweisen? Entschuldigung, dass ich eben rausgeflogen bin. Deshalb halte ich mich jetzt besonders kurz, um meine Message nochmal schnell rüberzubringen. Also ich glaube einfach, ja, die Situation, die wir jetzt haben mit Klimakrise und Corona, die ist in Industrieländern nicht hoch auf der Agenda, was den Schutz der ärmsten Bevölkerungsgruppen im globalen Süden angeht. Was wir jetzt brauchen, sind umfassende Hilfen und auch Verantwortung. Hilfe ist ja Solidarität, hier Charity, und das andere ist Verantwortung. Das heißt, gerade stehen für das, was man diesen Staaten antut in der Klimakrise. Wir müssten hier im Grunde genommen einen neuen Resilienzfonds oder Loss and Damage Fonds aufziehen. Es bedarf einen neuen Fonds, auch, und zwar wegen der politischen Verantwortlichkeiten auch. Wir sehen ja, dass der Green Climate Fonds vor allen Dingen dem Klimaschutz gilt, dass die ganze Klimafinanzierung, die wir aufgezogen haben im UNFCCC, sich vor allen Dingen Klimaschutzmaßnahmen widmet. Daher auch der hohe Anteil auch an Krediten. Das ist ja auch möglich. Da gibt es ja auch einen Markt, der ist lukrativ. Die Erneuerbaren machen ökonomisch im globalen Süden komplett Sinn. Wofür es überhaupt keinen Markt geben darf, also es wäre auch ganz falsch, wenn es den geben würde sozusagen, ist der Schutz von Menschenleben. Das ist kein Markt. Da zieht auch keine Marktmechanismen. Dafür muss Geld bereitgestellt werden. Und deshalb brauchen wir auch wegen der politischen Bedeutung einen neuen Fonds, der das eben adressiert, der messbar ist. Und natürlich ist das kein Wahlkampfthema, natürlich nicht. Das war es noch nie gewesen, sondern hier muss man eben an Völkerrecht appellieren, an bestehende Abkommen wie das Pariser
Klimaabkommen, wo Loss and Damage seinen eigenen Posten hat. Und jetzt müssen wir diese Sache da wesentlich entschieden angehen. Denn was ist die Alternative? Mauern bauen. Und das ist das Letzte, was wir brauchen. Das wird auch nicht helfen, um eben die Menschen im globalen Süden in der Klimakrise wirklich Stabilität zu geben und eine Zukunft in Würde. Und da sehe ich Deutschland insofern in der Verantwortung, und zwar deshalb. Und jetzt muss ich Deutschland auch mal kurz loben bei all den Fossil of the Days, ja, die sie jetzt in Katowice auch mal richtig voll eingesammelt haben, und zwar völlig verdient. Gab es auch viele Ray of the Days, die waren ja auch verliehen und die hat Deutschland oft bekommen. Und zwar wegen Vorreiterrolle in der Bereitstellung von Klimafinanzierung. Aber damit kommt auch Verantwortung. Deshalb rede ich mehr mit meiner Regierung als meine NGO-Kollegen in anderen Ländern. Denn Deutschland setzt hier eine Messlatte. Das heißt, wenn Deutschland die Messlatte in der Finanzierung niedrig hängt, hat kein Land dieser Erde das große Bedürfnis, dran vorbeizuziehen. Wenn Deutschland die Messlatte aber hochhängt, dann gibt es Länder, die nachziehen möchten und wollen. Und jetzt ist UK in der Präsidentschaft, also haben sie schon mal gleich Zusagen gemacht, weil das eben zum guten Ton gehört. Macht man das, weil es ein Wahlkampfthema im eigenen Land ist? Auf gar keinen Fall. Man macht es, um international Stabilität, Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit herzustellen für andere Themen, wo man nämlich die ganzen Kollegen an Bord braucht, wenn es um irgendwelche Wirtschaftsverhandlungen oder sonst was geht. Wie isoliert die USA mit Trump gestanden hat, hat man ja auch gesehen in anderen Bereichen, eben nicht nur in der Klimapolitik. Von daher ist es wichtig, das mitzudenken, dass man Glaubwürdigkeit und Stabilität eben dadurch auch herstellt. Also von daher mein großer Appell, den globalen Süden in der Klimakrise nicht zurückzulassen, das auch als Benefit für nationale Themen durchaus zu sehen. Danke. Danke sehr. Herr Reifersch, wie sieht es bei Ihnen aus? Was ist Deutschlands Rolle darin, COP26 zum Erfolg zu machen und was muss auf dem Weg zur COP26, wie Herr Sach es ja sehr, sehr gut und sehr richtig formuliert hat, passieren? Was ist da Deutschlands Rolle? Also ich sehe da zwei große Themen, die vielleicht noch nicht genannt wurden bisher von Herrn Sach und Frau Minninger. Das eine ist die Energie- und Klimapartnerschaften. Was ist darunter zu verstehen? Das ist eine Partnerschaft mit beispielsweise Indien, wo man, wo einerseits Deutschland durch finanzielle Mittel im Bereich tiefe Energietransformation bereitstellt, aber auch die Konditionen so attraktiv macht, dass beispielsweise gerade institutionelle Investoren dazukommen. Und so wir einen finanziellen Beträge haben, die einfach wirklich zu einer Transformation führen. Wir brauchen diese enorme Beschleunigung der Transformation und da reichen Kleckerbeträge nicht. Und daher müssen wir dafür sorgen, dass gerade auch die Privatwirtschaft mobilisiert wird, die enorm hohe Ressourcen letztlich hat zum Einsetzen. Und ich habe Indien deshalb genannt, weil Deutschland der International Solar Alliance beitreten wird und so da ein attraktiver Zeitpunkt ist zu Beginn des Jahres, um eine solche Partnerschaft mit Indien ins Leben zu rufen, wo wirklich das Ziel ist, die Transformation in einem Sektor zu beschleunigen. Das kann im Energiesektor sein, das kann auch im Verkehrssektor sein, je nachdem, wo die Länder Interessen und Expertisen haben. Und das heißt nicht, dass das nur Deutschland sein muss, da könnte auch ein Partner wie die EU dabei sein oder Frankreich. Das ist ein Thema, wo Deutschland in 2021 noch liefern sollte. Das Zweite, wir haben genug davon gehört, aber ich will es trotzdem noch mal erwähnen, die Verschuldungsdebatte. Wie machen wir dort Fortschritte? Auch die Debatte darum, um die großen Institutionen, die damit zusammenhängen. Und wie kann das letztlich auch eingebettet werden oder verbunden werden mit der Klimadebatte? Wenn ich dann auf COP26 gucke, ich hatte das in der Q&A gesehen, Artikel 6, wir brauchen da auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Deutschland hat dann mit der Unterstützung der San Jose Principles in Madrid einen sehr wichtigen Beitrag geleistet. Deutschland war das erste Land der EU, die da vorangeschritten ist und das war ein sehr wichtiger Schritt. Schweiz beispielsweise, die Schweiz hat schon bilaterale Abkommen jetzt mit Ghana und Peru eingeführt und abgemacht. Das heißt, diese Marktmechanismen werden kommen. Und deshalb ist es wichtig, und Herr Sach sagte das, das ist bürokratisch letztlich, aber dass da Regeln auch kommen, aber sie müssen gut sein und sie müssen einen Beitrag leisten zum Klimaschutz und keinen Ausweg darstellen.
So viel vielleicht von mir. Danke sehr. Herr Sach, wollen Sie sehr kurz als Reaktion reinkommen und dann würde ich gerne die Frage im Q&A aufgreifen, die Fragen zum Thema NDC. Also wenn Sie das vielleicht schon mitbeantworten können, wie sehen Sie die Wahrscheinlichkeit eines europäischen NDCs zum 12.12. oder auf jeden Fall einem politischen Statement, das ein NDC verspricht, aus dem European Council, aber auch, was sind für Sie die Prioritätsländer, mit denen man 2021 weitersprechen muss? Sie haben ja schon China erwähnt, aber da gibt es ja auch einige andere, die ja auch im Q&A erwähnt werden. Energie- und Klimapartnerschaften. Herr Rüffisch, Claudia Warning, meine Kollegin im BMZ und ich haben genau eine Klimapartnerschaft mit Indien vorgeschlagen, auch in der Staatssekretärsrunde zu Indien. Wir arbeiten daran absolut bei Ihnen. Wir können nicht nur auf China gucken, sondern müssen das in Indien machen und haben auch das Auswärtige Amt an Bord genommen, um das breiter reinzubringen. Das, was Sie gesagt haben, Frau Minninger hat vom Schuldenmoratorium gesprochen, weil es im Prinzip brauchen wir, wenn wir Klimaschutz machen würden, nicht nur eine Entschuldung und eine Umschuldung für die LDCs, sondern auch für lateinamerikanische Staaten, die sogenannte Middle Income sind. Da sind wir am Anfang. Das ist für mich ein Schwerpunktthema. Übrigens eines, was auch die beiden Administrationen höchstwahrscheinlich stärker vorantreibt als jetzt in neu geschaffene Fonds zu zahlen. Das hängt mit der Governance in den USA zusammen. Der EU-NDC, wir würden unserer Rolle nicht gerecht werden, wenn wir als deutsche Präsidentschaft und als EU am 12.12. nicht, sagen wir mal, ein neues, weit schärferes Ziel ankündigen können. Das wird noch nicht das formale NDC sein. Aber das ist das, was, auf was wir hinarbeiten. Das soll dann übersetzt werden, aktualisiertes NDC, was der Umweltrat dann am 17.12. annehmen will und soll dann fristgerecht bis Jahresende übermittelt werden. Der Kaviat ist, dass wir, wie wir das im Einzelnen umsetzen, dann erst, weil es später mit einem aktualisierten NDC nachliefern können. Und letzte Frage, was sind die Prioritätenländer? Indien, China, weil es auch zusammen mit dem BMZ intensiv, weil es im Thema Kohleausstieg Südafrika, weil es dann schwierige Partner, Lieferketten, Wald ist natürlich Brasilien, wo es extrem schwierig ist, aber auch Indonesien. Im Prinzip, wenn wir das vom Budgetgesichtspunkten her betrachten, müssen wir gerade diese großen Schwellenländer auch noch sehr viel holistischer angehen. Und dafür ist das, was Herr Rüffisch gesagt hat, das einzubetten in breitere Strategien und nicht dann plötzlich die Lieferung von Turbinen für Kohlekraftwerke in den Vordergrund zu stellen, ein Schlüsselaspekt. Vielen Dank. Es gibt sehr viel zu tun, um das zu ermöglichen. Auch im nächsten Jahr werden die Debatten, die rund um die Wahl geführt werden, sehr wichtig sein. Ich würde jetzt gerne erstmal an Frau Neubauer die allererste Frage stellen, die im Q&A ist. Welche Diskussionen und Debatten müssen wir in unserer Gesellschaft sehen und welche Rolle gibt es für unterschiedliche Akteure, diese zu unterstützen? Was ermöglicht all diese Sachen, über die wir hier gerade reden? Ja, ich glaube, sagen einmal ist die Frage der Rollenverteilung oder der Arbeitsverteilung eine ganz entscheidende und ich glaube, das ist auch jetzt hier eben nochmal sehr deutlich geworden. Sagen Menschen, die das sozusagen Jahrzehnten genau dieses Business machen, die gucken auf die letzten Jahrzehnte und können berechtigterweise sagen, so, jo, wir haben richtige Fortschritte gemacht. Paris wäre selbst heute schon undenkbar. Das ist ein Meisterwerk der Diplomatie, dass sowas überhaupt möglich war. Ein Kohleausstieg war auch vor 5 Jahren eine Sache, die man sozusagen höchst unwillig in den Mund genommen hat. Das heißt, aus der Perspektive kann ich das total nachvollziehen, dass man sagt, ja, wisst ihr was, Leute, wir kriegen das gerade sozusagen, wir sind auf einem Pfad dahin. Ich gucke auf die nächsten, nicht auf die letzten 30 Jahre, sondern auf die nächsten 30 Jahre. Und ich frage mich sozusagen in dem Film, dem Ökozidfilm, der gestern gezeigt wurde, große Empfehlung an der Stelle nochmal, das ist 2034, das ist ein realistisches Szenario. Ich bin da gerade 50 Jahre alt, es ist 40 Jahre alt, es ist gruselig. Und das heißt, logischerweise ist die Perspektive eine andere. Wir gucken, und also ich und wir gucken auf das Pariser Abkommen, wir gucken auf die Krisenrealität und wir gucken in die Zukunft und stellen fest, was uns da erwartet ist,
schockierend. Und dann gucken wir uns herum, mit wem wir gerade sozusagen uns zusammengetan haben. Wenn ich heute mit unseren Aktivisten spreche von den Philippinen, müssen sie immer nach 30 Minuten im Call rausgehen, weil sie ihre Laptops nicht mehr laden können, weil die Infrastruktur da gerade lahm liegt, weil das Wasser den zweiten Stock reinschwappt. Das ist auch die Realität. Und das heißt, an der Stelle fast noch zynisch, dass wir Fridays for Future heißen, weil es geht um das Hier und Jetzt. Und das natürlich ist die Aufgabenverteilung, aber auch die Perspektive eine ganz andere und gemessen an der Krisenrealität, gemessen an Paris, gemessen an dem Pfad, auf dem wir gerade sind, jenseits der 2 Grad, ist das der Status quo, ja, mehr oder weniger global betrachtet, desaströs und klein, hoffnungsvoll, aber global ist die Bilanz einfach gerade noch sehr schlecht. Und jetzt mobilisieren wir und streiken wir aber nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es nicht so bleiben muss, weil wir wissen, dass wir Pfade einschlagen können, weil wir wissen, dass es Möglichkeiten gibt, weil wir wissen, dass wir ganz, ganz viele Lösungen zur Hand haben. Und was in diesen Debatten, die ich jetzt so viel führe, wie schon erwähnt, mit Staats- und Regierungschefs oder wie gestern Abend mit Herrn Altmaier immer wieder deutlich wird, ist, dass ein ganz wichtiger Teil der Geschichte ausgelassen ist. Wir sprechen von Klimaschutz als etwas, was man anscheinend machen muss, weil man es mal zugesagt, und verhandeln dann, wie viel kann man der Gesellschaft zumuten an Klimaschutz. Die entscheidende Frage ist aber eine andere, und die entscheidende Frage ist, wie viel Klimakrise ist zumutbar für uns als Menschen, kurzfristig, langfristig, in Deutschland und global. Das ist der erste Teil. Was bedeutet eigentlich für uns die Klimakrise? Wir sprechen sehr selten darüber. Gestern wurde der Parlamentspräsident von den Malediven eingeladen zu sprechen, und der sozusagen sagt es ganz klar, das Land geht unter. Das ist keine Frage von, wie viel Klimaschutz können wir uns hier leisten, sondern wie viel Klimakrise bedeutet für uns sozusagen das Ende von den Malediven, wie wir sie kennen. Und auf der anderen Seite, das ist ein anderer Teil der Geschichte, der auch so wichtig ist, was heißt es denn, wenn man gerechte Transformation anstrebt? Wir sprechen mittlerweile sehr viel auch über die Frage, was können Demokratien leisten? Und die Frage ist ja, nicht, wie viel Klimaschutz hält eine Demokratie auf. Es ist nicht gerechter Klimaschutz, der eine Demokratie möglicherweise zu sehr belastet, sondern die eskalierenden Krisen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Das ist die große Belastung für Gesellschaften. Das erleben wir überall dort, wo Konflikte ausbrechen, wenn die Klimakrise auf sie einschlägt. Die Frage von Klimakonflikten ist keine neue. Und diese beiden Teile, also was ist eigentlich die tatsächliche Bedrohung durch die Klimakrise? Warum machen denn wir das alles? Das fühlt sich banal an, aber in meinen Augen wird es so wenig besprochen, dass sich Menschen irgendwie schuldig fühlen, dass wir nicht genug Klimaschutz machen, aber eigentlich oftmals nicht genau wissen, warum. Und dass wir kein Problem mit dem, dass das Klima keine Krise hat, sondern dass wir Menschen eine Krise haben. Dass es nicht darum geht, wie gut geht es der Atmosphäre, sondern dass die Menschen krank werden, dass die Menschen leiden. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt von diesem Diskurs, auf den man sich in meinen Augen viel mehr orientieren müsste. Und auf der anderen Seite eben die Frage, welche Chancen ergeben sich denn daraus? Wir sprechen oftmals von sozusagen einer radikalen Transformation als das Ende aller Tage, wie wir sie kennen, und viel weniger von den Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn wir uns darauf verlassen können, dass Ökosysteme intakt sind, wenn wir uns darauf verlassen können, dass wir die Schwankungen in den Klimasystemen gut tolerieren können, wenn wir uns darauf verlassen können, dass Menschen nicht alle Tage ihre Lebensgrundlagen verlieren und fliehen müssen. Und ich glaube, da sozusagen müssen wir uns sozusagen auch als Teilnehmenden in diesem Diskurs nochmal fragen, okay, was besprechen wir denn hier und was besprechen wir nicht und was müssten wir aber viel mehr ins Auge nehmen? Und das gilt insbesondere dann, wenn es darum geht, tatsächlich gesetzliche Mehrheiten zu organisieren. Das machen wir mit Fridays for Future, das müssen aber auch alle Menschen der Regierung machen, und das ist schwer, das erlebe ich auch jeden Tag. Und da, glaube ich, ist viel zu tun. Gerade jetzt würde ich vorsichtig gesprochen von einer Art diskursiven Stagnation sprechen, aber das kann sich ja auch ändern und das können wir vor allem ändern. Danke sehr. Politisch muss sehr viel getan werden, aber auch auf der technischen Ebene müssen wir noch vorreiten. Ganz kurz noch eine der letzten Fragen im Q&A, die wir noch unbeantwortet haben. Herr Reifisch, was ist für Sie der nächste Schritt beim Thema Taxonomie und was ist die internationale Bedeutung, insbesondere in Diskussionen mit China und mit der USA und Japan? Ja, sehr gerne. Also der nächste Schritt in der Taxonomie ist, dass die sogenannten delegierten Rechtsakte durchgehen. Das ist jetzt sehr technisch tatsächlich, aber das ist bedeutsam, dass das zügig passiert, denn davon hängt sehr viel Signalwirkung ab, auch für die Privatwirtschaft, die danach berichten müssen. Aber ich möchte mich mehr aufs Internationale konzentrieren, denn es ist letztlich so, dass die Taxonomie einen Standard setzt und es ist in keinem Interesse von sehr viel globaler Aktivität, dass es ganz viele Standards gibt.
und es einen Standard gibt. Und da kann die EU mit der Taxonomie den Standard setzen. China ist da bereits interessiert dran. Japan sieht dann die Taxonomie als zu sehr schwarz und weiß, aber das zeigt auch, dass da noch fehlendes Verständnis bei den Partnern ist global. Denn die Taxonomie bietet mehr als schwarz und weiß. Und deshalb hat die EU mit der Taxonomie eine große Chance, da den Standard zu setzen und so die Transformation deutlich zu beschleunigen. Vielen Dank. Wir neigen uns langsam aber sicher dem Ende zu. Die Liste ist lang an Lücken und an Notwendigkeiten. Deswegen würde ich jetzt noch um eine ganz kurze letzte Runde bitten. Alle Listen sind lang, aber wenn Deutschland nächstes Jahr drei Sachen in den ersten paar Monaten auf jeden Fall schon in Angriff nimmt, bevor wir in den vollen Jahrgang gehen, was wären für Sie diese drei Sachen, die zum Erfolg der COP26 tatsächlich beitragen würden? Frau Menninger, fangen Sie doch bitte an. Ich nenne nur eins, ich überlasse das Feld dann David und Luisa. Also für mich ist das Allerwichtigste, dass jetzt nach 25 Jahren Verhandlungen endlich Loss and Damage Finance auf dem Verhandlungstisch bleibt, weil da liegt es schon seit 26 Jahren und nicht von Industrieländern weggefegt wird, die das probieren. Und Deutschland mit der EU wird dafür sorgen, dass das Thema auf dem Verhandlungstisch bleibt und auch wirklich eingetütet wird. Danke. Danke sehr, Herr Reifisch. Sie dürfen drei Sachen machen, Sie können es aber auch so machen wie Frau Menninger und einfach eine in den Vordergrund stellen. Was ist Ihre Liste? Dankeschön. Klimafinanzierung, haben wir schon gesagt, brauchen wir dieses Jahr eigentlich. Die Energiepartnerschaften und Klimapartnerschaften hat Herr Sach schon ein positives Signal gegeben. Es bleibt also die Frage, dass eine klare Regulierung kommt, dass keine Entwicklungs- und Exportfinanzierung mehr für fossile Energieträger rausgeht und Infrastruktur, die damit zusammenhängt. Und das sollte auch im ersten Quartal noch kommen als Signal, was dann für andere Geber Richtung COP26 wirkt. Vielen Dank, Frau Neubauer. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich würde dem noch hinzufügen, dass es so entscheidend wäre, würde man sich in sagen, einer sehr kritischen Selbstreflexion einmal zusammen oder mehrmals zusammensetzen und sich ganz gut überlegen, wie überwindet man die von Herrn Sach angesprochene Diskrepanz zwischen dem, was wir senden, das, was wir wollen, das, was wir tatsächlich hier auch machen, Deutschland und dann auch sozusagen in die Europäische Union einwirkend. Das wäre so entscheidend, dass man da mit gutem Gewissen sagen könnte, Leute, wir sind am Start und wir machen das, wir machen es hier, wir machen es woanders und wir können es alle zusammen gut machen. Herr Sach, Ihnen bleibt das letzte Wort hier in der Panelistenrunde. Ich möchte das, was Luisa Neubauer gerade gesagt hat, nachdrücklich unterstützen, nur wir kriegen es nicht im nächsten Jahr hin, da ist Wahlkampf, aber weil es diese Selbstbeweihräucherung und dieser interne Diskurs, dass uns über Nebensächlichkeiten streichen, ist ein deutsches Markenzeichen und weil es, wenn wir nach außen wirklich grün und transformativ auftreten, dann brauchen wir genau den Diskurs, den Luisa Neubauer gerade sagt. Nächstes Jahr und vor COP26 drei Dinge. Klimafinanzierung, weil es, sagen wir mal, ein fortgeschriebenes Ziel von... Mein Gott, wo jetzt da? Weil es, das zweite, ein wirklicher Aufschwung beim Ausbau erneuerbarer Energien, weil das für uns ikonisch ist, ist aber das Zukunft möglich ist in Deutschland. Und das dritte sind auch Partnerschaften mit Indien, China und anderen Staaten in Richtung Net Zero. Wunderbar. Ich würde gerne vielen, vielen Dank an unsere Panelisten sagen, die hier wirklich eine offene und ehrliche Diskussion geführt haben. Vielen Dank auch an E3G-Kollegen, die das hier überhaupt ermöglicht haben und natürlich auch danke sehr an Sie, die Teilnehmer, die Ihre Fragen hier mit in die Runde geschmissen haben. Einen sehr schönen Tag noch. Es gibt viel zu tun. Danke sehr. Vielen Dank. Vielen Dank an alle. Hat Spaß gebracht, aber jetzt müssen wir nach draußen gehen, wo es noch schwieriger wird. Danke. Dankeschön. Tschüss.